Hallo. Ik heb een vraagje. Ik heb een aangifte gedaan in het verleden. We hebben aanstaande woensdag bij de rechtbank Breda een rechtszitting daarover. Nou is mij gevraagd om, ik moet de SEPO-beslissing van die aangifte moet ik ophalen. Die hebben ze nodig. Ja, ik ben van het kastje naar de muur gestuurd al een week. Dus hij is hier gedaan. Ja, via mijn toenmalige advocaat. Dat is al een redelijk oude aangifte. En die staat woensdag om 7 uur. Ik heb de roldatum en dergelijke, als u dat helpt. Ja. Ik ben al zo vaak hier geweest. Ik word echt van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, maar die reageren niet, mevrouw. En we hebben die rechtszitting en daar gaat het om. Ik heb hier de officiële brief, de uitnodiging. Om 7 uur. Nee, ik heb geen advocaat nodig. De aangifte is uiterst simpel, maar zeer, zeer ernstig. Er zijn mensen aan gestorven. Dat staat ook in de aangifte overigens. Er wordt telkens gezegd, ja, in het politiesysteem staat dat u geen aangifte mag doen. Ja, dat is sowieso een rare opmerking, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom de aangifte die ik gedaan heb. Daar moet een uitspraak conform de strafwet op volgen. Ongeacht wie gelijk heeft, natuurlijk. Ja, dat schijnen ze in het systeem gezet te hebben. Want ik vraag iedere keer om die SEPO-beslissing. En dat vindt men naar. Ja, ik heb hem nodig. Ik ben zojuist dakloos geworden door deze situatie. Dus dan, als ik enige emoties vertoon, dan excuses daarvoor. Dank u. Ik slaap al een week in de auto. Bedoelt u niks? Het gaat om de aangifte tegen de heer Voorvaart, advocaat. En die wordt behandeld woensdag om 9 uur. Dus u krijgt net een e-mailtje van het artikel 12 Hof in Den Haag. Sandra Ramroep, artikel 12 medewerker, Openbaar Ministerie. Die zei, dan moet u even naar het politiebureau. Nee, ik heb aangifte gedaan en nooit meer wat gehoord van de politie.
En dat wordt woensdag behandeld. En dan moeten we met de rechter bespreken. Zijn er ja of nee sprake van, van misdrijven? Daar gaat het om. Ik heb aangifte gedaan. U heeft in uw systeem een aangifte staan. En die is, als ik me goed herinner, die is op 28 januari 2016 gedaan. En die is op 4 februari ben ik gebeld door de politie om die te komen ondertekenen. Daarna heb ik nooit meer wat gehoord. Die staat open. Dat wordt woensdag besproken, alleen dat is bij de civiele rechtbank, dus bij de kantonrechter. Maar die zegt ook, ja, wij zijn geen strafrecht, wij zijn civielrecht. Dus we hebben de uitspraak nodig van justitie op die gedane aangifte. En dat is een wettige eis die u als justitie moet doen. U moet bij strafwet, als u een CEPO afgeeft, moet u een CEPO-beslissing delen, schriftelijk. En die mist. Dus ik zit tussen wal en schip. Ja, maar ja, goed, als die niet reageerde, waar kan ik terecht bij justitie? Want dat is justitie, met alle respect mevrouw, aangifte moeten mensen op het politiebureau komen doen. En justitie is een zwart gat voor ons burgers. Die zijn niet te bereiken, bedoel ik. Ik bedoel, ik kan niet, als u zegt, ga daar en daarheen, ga ik daar graag heen. Ik kan nergens heen. En ik... Maar ja, een CEPO-beslissing moet in uw systeem staan, zegt het Sandra Rampgroep. Kan u... Sandra Rampgroep, artikel 12, medewerker Openbaar Ministerie, resortpakket, vestiging Den Haag, strafrechtssector, gerechtshof, bla bla bla. Maar dan is die dus niet behandeld. Ja, nee, ik begrijp het, ik val u niet aan, maar ik moet voor mij duidelijkheid. Maar als mensen een aangifte doen, stel dat u als politie of justitie in dit geval, u wijst dat af, dan schrijft u toch een brief en dan schrijft u toch, het is afgewezen, om wat voor reden? Dat klopt, maar het probleem is dat u te maken heeft met twee instanties. U heeft hier in Dat melden. Ja, en die heb ik niet. En daar gaat het om. En dat is wat de rechtbank Breda vroeg. Is het dan bijvoorbeeld mogelijk dat even kort iemand van recherche of politie of later vandaag, dat die dan namens mij dat telefoongesprek voert? Want ik heb geen contact met zo'n mevrouw. Ik kan ook later terugkomen als het voor nou... Oké. Ja. Oké. Ja. Sorry.
Guten Tag, Marschalk Wertermapparaat. Spreche ich mit Polizeikommissarin 23? Ja, genau. Genau. Wir haben ein wichtiges E-Mail geschickt. Ich habe eine komplexe Geschichte bei Sie als Opfer von Verbrechen. Es gibt einen Termin am Dienstag und ich habe für morgen bei Sie einen Termin gemacht um 3 Uhr. Und ich wollte nur bestätigen, ob das angekommen ist und das einverstanden ist oder nicht, weil dann müssen wir diese Deutlichkeit haben. Das weiß ich nicht. An wen haben Sie die E-Mail geschrieben? Das ist faktisch an Herrn Liedtke. Das heißt, mit Herrn Liedtke, die war ja an der Tür vor Weihnachten. Und seitdem ist es fast unmöglich gezeigt, um einen Termin mit ihm zu vereinbaren, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber es gibt eine wichtige Sache am Dienstag, eine Betreuungssache, und dafür brauche ich Dokumente. So deswegen rufe ich auch an, um deutlich zu wissen, wo ich stehe. Ja, das kann ich nicht sagen. Herr Liedtke ist, glaube ich, heute auch gar nicht im Haus. Ja, dann jemand anders. Es ist wichtig. Ich frage mal ihn. Okay, kann ich damit Ihnen eine Verabredung für morgen 3 Uhr machen, dass wir vorbeikommen? Ja, wir sind da nicht da, aber Sie könnten ja Herrn Liedtke am Montag anrufen. Nein, ich habe einen Termin, wie gesagt, das ist allgemein bekannt, ich habe mehrmals kommuniziert, ich habe einen Termin, ich brauche Dokumente, ich habe Strafklage gemacht, worauf keine einzige Rückmeldung von Sie bekommen habe. Dann will ich mit Sie verabreden, einen Termin für morgen 3 Uhr, dass ich mein komplettes Polizeiarchiv aufhole, alle Korrespondenz, die Sie haben oder nicht haben, und das können wir dann morgen um 3 Uhr aufholen. Ja, ich rede hier mit einem Polizeiamt. Es ist nicht persönlich, egal wer das ist. Ich will hiermit einen Termin vereinbaren, dass ich mein Archiv morgen bekomme. Das kann ich Ihnen aber nicht. Ich kann ja nicht für irgendeinen Kollegen einen Termin ausmachen. Und, ja, ich habe 23 E-Mails geschickt mit einem Termin und ich kriege eine Antwort. Ja, da kann ich aber leider nichts machen. Weil wir sind ich greife auch nicht Ihnen persönlich an. Müssen dann mit Ihnen in Kontakt stehen. Aber da kann ich jetzt auch nicht reingucken. Ich kann nur in mein Postfach gucken. Ja, können Sie mir dann durchverbinden mit der Abteilung, die darüber geht, oder der Person, die darüber geht? Ich verstehe das, aber Sie sind nicht der ganze Polizei von Hamburg. Sie sind eine Person, und das verstehe ich. Ich will nur einfach einen Termin machen. Wenn das unmöglich ist, dann, ja, dann verstehe ich es wirklich nicht mehr. Ich bin Opfer hier von Verbrechen. Ich werde ein bisschen mehr höflich behandelt werden, bitte. Das ist nur morgen Sonntag, da sind halt diejenigen, die dafür dann zuständig. Montag auch gut, aber echt, Dienstag ist dieser Termin am 11 Uhr. Das ist eine Betreuungssache und das geht darum, dass Sie als Polizei Kriminalverbrechen nicht behandeln. Gut, das ist ein sehr ernsthaftes Thema. Ich werde hier fast verrückt erklärt, weil ich sage, mein Problem ist Polizei und dafür kommt ein Psychiater in mein Haus. Gut, no problem. Aber dann werde ich sehr deutlich, werde ich auch bestätigen, wer hier das wirkliche Problem ist. Ich habe das vollste Recht auf mein Polizeiarchiv. Ich habe das 24 Mal in E-Mails gefragt, nicht bekommen. Ich komme vorbei und das kann heute sein, das kann morgen sein, Montag sein. Ich werde auch gerne gehört. Sie können mich verhaften, Sie können alles machen, was Sie wollen. Ich habe keine Nummer von Herrn Liedtke. Herr Liedtke ist verschwunden. Ich bin fix und fertig mit Herrn Liedtke. Die steht hier an der Tür, die fragt mir ein E-Mail zu schicken am 23. Dezember für einen Termin. Das habe ich am 23. geschickt. Ich habe eine Lesebestätigung bekommen. Es ist Ende Januar, oder Ende nicht, Mitte Januar, und ich habe kein einziges Antwort bekommen. Müssen Sie am Montag hier in den, tagsüber mal herkommen und dann wird sich da jemand oben aus dem Büro drum kümmern. Wir fahren ja hier die Einsätze und fahren raus. So, es ist unmöglich, einen Termin zu vereinbaren, telefonisch. Kann ich das jetzt so leider nicht. Ich verstehe, dass Sie das nicht können. Aber es gibt niemand bei der Polizei Hamburg in diesem Moment, die einfach einen Termin festlegen kann. Momentan nicht, weil die Leute, die mit Ihnen Termin ausmachen können, jetzt im Wochenende sind. In welche Abteilung muss ich dann haben, das nächste Mal, dass ich anrufe? Welche Abteilung muss ich dafür haben? Wie heißt die Abteilung? Ja, ich rufe schon 12 Monate an. Ich will einfach deutliche Antworten. Mit welcher Abteilung vereinbart man einen Termin mit der Polizei? Dann können wir Sie hier durchstellen, wenn Sie in den... Ja, an wem? Welche Abteilung? Ich frage keinen Namen. Ich frage einfach die Namen von der Abteilung. Ja, das ist hier unsere Einsatzabteilung. Einsatzabteilung, okay. Genau,
Nee, ik kom voorbij, maar ik heb die termijn aan dinsdag. Ik moest die documenten hebben. Ik vraag einfach documenten waarover ik recht heb als opfer. Ja, am Wochenende is aber schwierig. Nee, dan müssen Sie Herr Liedtke darüber anschreiben. Die hat mir am 23.12. um meinen Termin gefragt, die hat er bekommen. Er hat einfach 3 Wochen nicht mehr geantwortet. Ja, aber da kann ich jetzt da leider auch nichts zu sagen. Nee, aber ich auch nicht. Okay. Dann, wie gesagt, am Montag einfach nochmal entweder hierher kommen gleich morgens oder nochmal anrufen und dann kann man das sicherlich klären. Okay, mit wem habe ich gerade gesprochen? Frau Heuke. Vielen Dank, Frau Heuke. Gerne. Ich wünsche trotzdem ein schönes Wochenende. Ebenfalls. Danke. Tschüss.